Kontosche zu. Da werde ich jetzt auch auf dieser Seite die von Vegas nehmen, die Sexy Lashes. Und auf der anderen Seite werde ich die von Unique nehmen, damit es auch zueinander passt, ne? Die Epic Mascara in Schwarz. Ja, die nehmen wir jetzt eine auf der Seite, eine auf der Seite. Und dann gucken wir uns das Ergebnis an, ne? Das ist jetzt doch relativ schneller gegangen, als ich gedacht hatte. Erst gedacht, nur weiß, wie lange das dauert, da so einen Look hinzukriegen. So, das ist jetzt die Sexy Lashes mit einem Gummibürstchen. Und die packe ich mir jetzt auf die Vegas-Seite. Auf den Lippen würde ich gleich neutral sein. Aber irgendwas mit Glitzer, glaube ich, machen. Ich glaube, das passt da in dieser Regenbogenabteilung am besten. So, das ist dann Schicht Nummer 1. Ich werde von beiden. Ach, siehste, jetzt wollte ich doch die Wimpernzange benutzen. Ich honk. Naja, kann ich auf der anderen Seite machen. So, ich werde auf jeden Fall auf beiden Seiten nur. Ah, nur ist gut, ne? Zwei Schichten drauf machen. Genau. Meine Wimpernzange habe ich ja von jemandem gesagt bekommen. Nimm die Wimpernzange, dann das ist besser. Aber ohne Gummis blöd. Mein Gummi, mein Gummi, mein Gummi. So, ja. Genau. Was ist das denn jetzt? Hey? Ach so. Ich habe mir die mal vor, ach, schlag mich tot, ein paar Monaten gekauft. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, die muss er mal nehmen. Und dann irgendwie, ja, tue ich doch nicht. So, jetzt nehme ich die auf jeden Fall auf der Seite. Und dann schauen wir mal, wie der Schwung zum anderen ist, ne? Gesagt, ich habe ja noch nie eine Wimpernzange benutzt. Aber einmal ist das erste Mal, benutzt ihr auch Wimpernzangen? Und wenn ihr welche benutzt, von welcher Firma benutzt ihr die denn? Ja, hat auf jeden Fall schon einen Schwung nach oben bekommen. Dann nehme ich mir jetzt die Epic. Nein, das ist sie nicht. Das ist sie. Und die hat kein Gummibürstchen. Das ist so, ja, Kunsthaarbürstchen. Und dann setze ich mir die hier aufs andere Auge. Und naja, also ich sehe jetzt keinen Unterschied zum ohne Wimpernzange. Ich weiß auch nicht. Muss ich öfters gebrauchen, ausprobieren. Dann kann man das sagen. So. Mein Experiment gleich schon beendet, ne? Aber das ist ja okay. Ich werde mir nämlich gleich meinen Highlighter nehmen, den ich mir für meine Wangen benutze und etc. pp. Und werde mir den auch auf die Lippen machen. Den zeige ich euch dann. Das ist ein flüssiger Highlighter und der ist richtig geil. So, zweite Seite mit der Sexy Lashes. Zweite Seite, zweite Schicht. Laber auch ein Blitze manchmal. So, zweite Schicht ist drauf. Von der Sexy Lashes. Und die macht, finde ich, ja mega geile Wimpern, ne? Wie ihr das so sehen könnt. Genau. Die packe ich schon mal wieder ein. Und die zweite Schicht von der Epic, die natürlich genauso tolle Wimpern macht, finde ich. Das ist ja so Mascara-mäßig, ja, hat ja jeder so seine Lieblinge, ne? Das ist ja immer nicht so einfach, so die passende Mascara zu finden. Habt ihr da eine Mascara, die ihr so empfehlen könnt,
die für euch die beste Mascara ever ist? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Wäre mal interessant zu wissen. So, zweite Schicht drauf. Tada, ja, dann habe ich euch ja erzählt von dem Highlighter. Ne? Wo ist er denn? Da ist er. Das ist der Highlighter von Vegas. Das ist ein Holographic-Effekt-Highlighter. Und der hat so ein kleines Bürstchen. Ich mache mir das auf den Finger, weil das ist schon richtig heftig. Und wenn, also ich finde, er passt jetzt super zum Make-up wegen ja, Regenbogen, tralala. Der ist sehr glitzert. Also der glitzert wirklich Hallöchen, ne? Da ist weniger doch mehr, weil dann kann man immer noch mal zulegen, aber zu so einer Regenbogen, zu so einem Regenbogen-Make-up finde ich, passt der super, ne? Der kommt jetzt nicht so heftig rüber in der Kamera immer. Aber ich nehme jetzt auch ein bisschen was auf meinen Pinsel und setze mir das als Highlight hier auch unter die Augenbraue. Die ziehe ich etwas hoch. Ja, bei dem Look kann es also nicht Glitzer genug sein, ne? Und so. Und den nehme ich auf der anderen Seite genauso. Und den nehme ich auch wirklich gleich für auf die Lippen, ne? Finde ich schon, den finde ich als einzeln auf den Lippen richtig geil. Auf die Nase. Auf die Nase muss auch Highlighter. Und da war überall eh schon Glitzen wie ein ja, Einhorn-Büps. Glitzen wir weiter. Aufs Lippenherz. Etwas. Ich pack's ja eh gleich noch auf die Lippen. Ja. Und auf die Lippen. Da nehme ich den wirklich auch, gehe ich da noch mal rein in den Highlighter und setze mir den hier auf die Lippen. Eins, zwei, drei. Und verteile mir den mit dem Finger. Dann noch ein bisschen hier oben. Und ich finde einfach, also ich mag das, ne? Das ist voll meins. Da ich ja nicht so rote Lippen-Fan bin, ist das hier meins. Ja, Highlighter auf den Lippen. Kann man machen. Warum auch nicht? Kann man machen. Warum auch nicht? Ja, dann ist unser Regenbogen. Palettenlook fertig. Ich mache mal mein Schnubbelgedöns hier raus. ich werde in diesem Teil auch wieder, also ich werde dieses Video auch wieder in zwei Teile machen, damit ja, es einfach besser funktioniert. Tolle Erklärung, ne? Aber da die Verlosung kommt gleich extra im zweiten Teil. Darüber werde ich euch dann alles dann erzählen. Und ja, also meine Lieben, Haare frisch gewaschen, ne? Wo sie als hier Pups. So, meine Lieben, das ist ja mein fertiger Look von meinem Regenbogenpalettentest. Ja, und ich würde sagen, also das ist jetzt Vegas. Ich zeige euch die Paletten nochmal. Ne, das war jetzt die große Palette von dieser Seite. Auch die passende Mascara dazu von Vegas. Und das ist die Palette von, oh, meine Haare etwas weg, von dieser Seite. Auch mit der passenden Mascara dazu von Unique. Ja, gut. Welche Seite gefällt euch denn am besten? Schreibt es mir in die Kommentare, welche euch am besten gefällt. Und
Jo, jetzt wo ich es aufs jetzt wo ich es wirklich auf ein Auge sehe und beide miteinander vergleiche, finde ich ja da nicht wirklich einen Unterschied, ne? Die ist halt etwas heller und da haut mir das Grün ab, was ich jetzt nicht so toll finde, weil das sieht man fast gar nicht mehr. Und die ist halt etwas dunkler und da sind die Farben ja fester, die bleiben. Und man sieht sie und sie bleiben. Also, ja. Ich finde sie beide gut. Beide sind, haben für mich Höhen und Tiefen. Und deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, welche besser ist. Aber wir machen noch ein bisschen Fixing Spray. Welche besser ist. Da haben beide für mich ihre, ja. Höhen und Tiefen und man kann sie beide gut tragen, finde ich. Kann man so machen. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte da irgendwie einen Liebling, aber so wie ich das wirklich auf dem Auge sehe, ist es, finde ich es beides super. Tada! Und wenn ihr das auch super fandet, ich mache ja gleich noch den zweiten Teil. Da erkläre ich euch alles zur Verlosung. Dann lasst mir doch für dieses Video schon mal einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert mich und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn ein neues Video erscheint. Und ja, dann sage ich mal bis gleich. Dann sehen wir uns nämlich wieder zur Erklärung zur Verlosung. Und ich zeige euch natürlich, was ihr gewinnen könnt. Also, meine Lieben, bis gleich.